So, da bin ich wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich dem Dingsbums schon auf Sekops Hof lassen kann. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das geht erst im dritten Kapitel. Der Bänger oben hier, der Schafshirte von Sekops Hof hier, oder Sekop, ich glaube Sekop, der heult ja rum, dass da oben auf dem Weidenplateau alles viel saftiger ist. Und der Wolf sucht nach einem neuen Job. So, wenn wir allerdings jetzt da hochgehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon im zweiten Kapitel oder erst im dritten Kapitel ist, heult der Bauer Benga herum, dass er halt hier Dingsbums braucht, Unterstützung, weil da immer mehr Viehgedöns rüberkommt und er nicht so viele Söldner hat. Dem seine Leute hauen aber da deswegen ab. Und stimmt, die sind dann nämlich hier unten und deswegen geht das noch nicht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Alter, draußen schneit's. Krass. Tja, ich schon. Wir könnten hier weitergehen und könnten gucken, ob wir da noch ein paar Skelette klatschen. Einfach um ein paar XP zu bekommen. Wir könnten aber auch zum Meister Isagoth gehen und könnten gucken, ob der noch irgendwas zum Verkauf hat. Und ob der uns für 10 Gold, easy, ob der uns ein Trank braut. Ja, ich gehe erst noch mal ins Kloster. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas erledigen. Wir haben nicht so ganz volles Mana. Wir müssen auch noch mal in die Stadt gehen und ein paar hier von diesen Steintafeln abgeben. Aber ich glaube, wenn wir 3 Stück auf einmal abgeben, kriegen wir was Besseres, außer so kleine Tränke. Vielleicht hat der ja noch was Passendes. Hey, du. Hey Bruder! Sie. Ja, das war mir eigentlich Zeig relativ mir. egal. Erleuchtung, Mana-Bohnen, boah, der ist natürlich saugeil. Aber auch schweineteuer, 1300, aber dafür 10 Mana und 30 Leben Möge ihn los. ist natürlich für den Anfang nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde eher auf Verteidigung gehen. Nee, hier gibt's nichts. Okay. Das ist auch eigentlich auch eine ziemlich geile Melodie, so als nicht schlecht. Hallo Petro. Es gibt doch nur mehr Ärger. Ich hätte das anders gemacht. Lehre mich. Komm wieder, wenn du... Alles frisst Lernpunkte, leck mich doch im Arsch, ey. Gorax, hast du irgendwas? Nichts Besonderes, außer die 2 Runensteine. Die kosten 100 pro Stück. Dann nehme ich mal einen von.
Warte mal, ich will noch mal hiervon was verkaufen. Dass ich ein bisschen Geld habe, damit der Gorax mir, damit der Isagod oder Nefarius war das. Dass der mir da unten mir den Trank braut. Hey. Neoras, genau. Trank der Geschwindigkeit, Mana-Extrakt. Braue mir ein Mana. In Ordnung. Hast du die zu? Ja, hier. Gut. Ich werde dir jetzt. Braue in Ordnung. Hast. Ja, hier. Gut. Kann ich. Ich werde dich in die Gang. Okay. Lebens- und Geist. Also braun tut er uns das nicht, schade. Ich hätte gedacht, dass er uns wenigstens was preisgeben kann. Verkaufen tut er uns auch nichts, dieser Lümmel. Daran wird sich nie etwas ändern. Ihr habt euch gern, Jungs? Okay, ich wollte nur Bescheid geben, dass das für mich okay ist. So, langsam wird's Zeit. Was machen wir? Addon oder... Ja. Addon oder... Dingsbums. Muss mal das Fenster aufmachen. Ich brauche mal ein bisschen frische Luft. Ja, Addon oder Mintal. Ist beides geil. Ich freue mich auf beides. Aber ich glaube, wir sollten erstmal die Addon-Welt machen, weil wir da auch ganz andere und bessere Rüstung bekommen. Mal Stärke haben wir ja jetzt eigentlich genug. Erstmal. So, wir haben jetzt alle Händler, die Kräuter verkaufen, abgegrast. Das ist gut. Jetzt gehe ich in die Stadt und gehe mit Laris nochmal in den nördlichen Teil der Karte zu dem Steinwächter. Weil wir ja noch das dritte Artefakt brauchen. Oder das Ornament. Okay, hier gibt es keinen Respawn. Ich muss aber dringend die 15 Lernpunkte aufheben. Damit ich mir die dritte Sprache aneignen kann. Gerade in der Addon-Welt wird das sauschwierig bzw. sehr nötig sein. Geben wir dem Saturas jetzt schon die zwei Tafeln oder warten wir damit? Wir haben 22 Mana. Er erzählt alles weiter.
Hoffentlich hört man das Geboll im Hintergrund nicht. Sollte aber vom Mikrofon nicht so aufgenommen werden. Laris, Laris, Lach. Ja, das ist ein echtes Hin- und Hergelaufe. Aber später... Wir kriegen in meinen Augen viel zu spät, obwohl es immerhin so eine Sache. Diese Runen kriegst du für meinen Geschmack viel zu spät. Auf der anderen Seite wirst du somit aber auch gezwungen, dass... Hey, du! Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Ich mag den Laris. Wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. Soviel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem... Ja, Taverne weiß schon Bescheid. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Kein Problem. Sag mir, wann du los... Okay, dann... Wohin? In den dichten Wald. Dann wollen wir mal. Gut. Der Grafi und der Laris gehen los und machen mal hier den Wald platt. Ich würde sagen, das läuft. Ich folge dir schon. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Das weiß doch inzwischen jeder. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube, das ist der Wald hinter Akils Hof. Es wird langsam echt Zeit, dass wir eigentlich so ein bisschen Damage bekommen und uns auch mal mit diesen schwarzen Wölfen, mit diesen Wargen anlegen können. Weil die geben nämlich auch, glaube ich, 300 Erfahrungspunkte. Ja, so zu stark zum Kuscheln will ich jetzt nicht unbedingt ran. Kann es sein, dass ich schneller bin als du, Laris? Hast du dir das mit dem Wald auch? Ja. Gut, mein Freund. Naja, ich weiß, jetzt wird's eklig und jetzt sollte ich auch die Rüstung anziehen. Alter, mach doch mal langsam. Ich habe schon so gut ich kann aufgeräumt. Das müssen wir Laris überlassen, ey. Ein Skelett ist übel. Können wir eigentlich dem Laris überlassen. Der ist hier relativ unbesiegbar.
glaube, wir kriegen auch die XP, wenn wir mit dem rumlaufen. Ja, super. Schon wieder eins von diesen Biestern. Alter Lars, das ist eine Ratte. Als ich hier durchging. Ich habe so das Gefühl, das wäre ich hier noch gar nicht gewesen. Oh, eine Drachenwurzel und ein Kronstück haben wir. Super. Das war's mit dir, Mistvieh. Schon wieder eins von diesen Biestern. So. Mach schnell. Snapperkraut. Heilkraut. Ich will erstmal hier alles abfarmen. Ich weiß, dass du hier schnell wieder weg willst. Ich bin hier eigentlich auch nicht so ganz so froh, hier zu sein. Wo sind denn diese Schalter? Hier ist einer. Das sind nur Wölfe. Du musst die einmal treffen, dann war's das. So, den Schalter habe ich auch. Das Ding muss direkt zu Lars führen, weil das ist schweinestark. Na dann, Lars, komm mal her. Oh, Lars, du bist ein Schatz. So, den Rest. Jo, schaffe ich. Ich speichere auch erstmal ab und guck mal, was ich hier sonst noch so finde. Zwei Kronstöcke, wo habe ich denn den zweiten her? Ach stimmt, ja, ich habe einen gefunden. Cool. Ich weiß, wo ich bin. Oh, hier ist eine Höhle. Ich weiß auch, was für eine Höhle das ist. Womit denn?
Hier, das kann man irgendwie aufmachen und dann geht es da irgendwie zu einer Schnapsbrennerei rein. Ich weiß nur nicht, wie man diese Quest triggert. Sachen, aber so viele Sachen sind es halt nicht, meistens ja nur so Kleinigkeiten. 4 fucking Warane, wollt ihr mich verarschen? Schön nah beieinander, super. Der hat mich gesehen. Machten die jetzt nicht. Na komm, put. Ich will doch nur an die ans Leder. Zwei sind schon mal. Na komm her. Gut, super. Haben wir auch ein paar Warane erledigt, ein bisschen an Erfahrungen gesammelt. Das ist schon mal ganz gut. Aber hier ist eigentlich nur so, weiß nicht, hier scheint irgendwas stattgefunden zu haben, was nicht so ganz so geil war. Also was nicht ganz so geil war, wenn wir uns ja korrekt hier benennen. Aber ansonsten... sieht es jetzt nicht so aus, als wenn hier irgendwas Wertvolles wäre. Eher wie so ein kleiner Überfall auf so einen Warentransporter. Ups. Gibt's hier noch irgendwas, was ich beachten sollte? Nö. Gut, das haben wir ja hier leer, hier platt gemacht. Dann würde ich sagen, der nächste Schritt auch... Ich gucke erstmal, wie lange wir überhaupt aufnehmen. Ich habe den Timer ein bisschen zu spät gestellt. Ich würde dann diesen Part hier beenden. Der nächste Schritt im nächsten Part ist, dass wir das Ornament zu Saturas... Nee, zu Nefarius bringen. Genau, wenn ich mich recht entsinnere. Und dass wir das Ornament dann zusammenlegen. Obwohl, der Jack ist doch auch in seinem Leuchtturm. Der hat uns doch mal eingeladen, ihn zu besuchen. Können wir doch eigentlich machen. Na, da sitzt er. Netten Turm hast du. Nicht wahr?
Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Jung. Fühl dich hier wie zu Hause. Ah, der Jack ist cool, ich mag den. So ein richtig lieber, ganz netter Captain Baloo. Captain Blaubär, würde ich sagen, nicht Baloo. So, jetzt ziehe ich meine Magierrobe wieder an. Das ist Kronos. Und das hier ist der Chef. Hey! Wegen der Fehler... Ja? Hier, ich hab noch... Das ist groß. Jetzt hab... Wir müssen mit... Hier, folge mir. Folge ich auch, aber vorher würde ich gerne noch mal was brauen. So, haben wir den Trank. 77. Schädelspicker ist eigentlich auch ganz gut. Naja, 5. Na komm, ist egal. Dann mach ich hier einen Schnittibus und macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn wir durch das Portal gehen. Ich denke mal, wir sind so langsam bereit dafür. Ciao.